meine Damen und Herren, liebe Züchter, der Höhepunkt vor dem Höhepunkt, vor der Auswahl des Grand Champions, die Auswahl der Siegerkuh Alt. Alt ist ein dummes Wort, oder nennt das besser, der Kühe mit 5 Kälber, das hört sich besser an. Zumal Alt der falsche Begriff wäre für diese 4 tollen Kühe, für die ich Sie um einen ganz besonderen Applaus bitten möchte. Es ist schon außergewöhnlich, auf einer Schau hier solche Kühe anzutreffen, die mehr als 5 Kälber in ihrem Leben zur Welt gebracht haben und das noch in so einer atemberaubenden Weise hier eine Frische an den Tag legen. Das ist schon wirklich allererste Klasse. Und ich möchte gar nicht lange Federlesen darum machen, Markus und ich. Es gibt für uns eine Kuh, die ganz deutlich dominiert, und das ist diese Weiße hier. Sie ist eine ganz fantastische Kuh, die sich hier im Alter präsentiert mit einem exzellenten Typ. Sie hat eine sehr gute Rippenausprägung, sie ist sehr schön fest über die Oberlinie. Sie trägt ein sehr hohes, fest ansitzendes Euter und ihre Fundamente, vorhin schon angesprochen, die sind wirklich extra klasse. Und für uns heute hier eine würdige Siegerkuh mit 5 Kälber. Und genauso schnell die Reservesiegerin, das ist hier vorne die Kuh, 215. Eine Kuh, die vielleicht in ihren Maßen nicht an die 225 heranreichen kann, aber die sich auch hier im Alter hervorragend präsentiert mit so viel Frische und so glasklaren Fundamenten hier speziell im Sprunggelenk. Ich habe es vorhin in der Klasse schon angesprochen, es gäbe viele Fersen, die sich im Alter von 2 Jahren solch ein Fundament wünschen würden und solche Sprunggelenke. Sie nutzt hier die Euterfestigkeit, die Höhe des Euters und die Festigkeit der Aufhängung, um die Mitbewerber und um sich hier einen Platz zu schaffen vor dem nächsten Platzierten. Vielen Dank für die Vorstellung dieser Tiere.